Mamu ist zurück und wir gehen mit unseren halbtoten Pokémon erstmal ins Heilungscenter, auch genannt Pokémon Center. Dülle, dülle. Hoppala, nein, ich will nicht nochmal heilen. Nein! So. Dann gehe ich, glaube ich, direkt auf die MSN, weil viel mehr muss ich hier jetzt auch nicht machen. Die Trainer habe ich platt gemacht und ich weiß jetzt, dass die nicht so stark sind. Dann ahoi. Die MSN ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Wir besuchen Orania City einmal im Jahr. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe schon viel von diesem kleinen Bug in Anführungsstrichen gelesen. Dass wenn man die MSN betreten möchte... Willkommen auf der MSN. Verzeihung, hast du ein Ticket? Dass die einen auf eine subtile Art und Weise auffordern, das Spiel zu kaufen, statt es über Emulator zu spielen. Babu zeigt das Bootsticket. Großartig, willkommen auf der MSN. Nö, nee, kommt nix. Vielleicht geht's ja auch erst, wenn ich da wieder runtergehe. Und danach erzähle ich auch, um was es sich handelt. Viele Passagiere sind hyperaktiv. Sie langweilen sich und sehnen sich nach einem Kampf. Hurra. Moin moin, du Landrade. Ich bin der Steward auf diesem Kahn. Ruf mich einfach, wenn du einen Wunsch hast. Verdammt, gesprächig bist du aber nicht. Hallo, alter Mann. Psst, ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge das Team Rocket. Psst. Bin deswegen auf einem Luxuskreuzer unterwegs. Ganz normal. Das sieht ganz nach Trainern aus. Dieser diabolische Blick in deren Augen verrät es mir. Auf meinen Reisen um die Welt habe ich unzählige Pokémon gefangen. Ich als achtjähriges Göhrenkind. Anne. Anne will's wissen. Anne will's wissen. Eigentlich nicht ganz so klug, mit Ultrigaria Säure einzusetzen, auf einem Boot, im Wasser, wo es jederzeit dann untergehen kann, sobald ein Loch im Boden ist. Nidoran weiblich, da wechseln wir doch mal glatt auf Tilo. Ja, das wird's tun. Bäm. Oh, aber ein Raum weiter oder zwei ist eh unser Zimmer und da kann ich mich erholen. Nein, ich habe die ganze Welt für diese Pokémon bereist. Tja, dann war es ziemlich schlecht. Ich bin total ein Pokémon-Fanat. Du auch? Du auch? Du auch? Tenaga Gunther. Wow, diese Vielfalt an Pokémon, die die an den Tag legen. Oh, immer diese eine KP, der übrig bleibt. Dieser eine KP-Punkt. Ja, dann kann ich wenigstens nochmal Kugelsatt einsetzen. Wow, du bist cool! Wir machen eine große Weltreise. Aber auf der MSN macht man doch gar keine richtige Weltreise. Knuddelwurf, Knuddel, Knuddel. Kämpf gegen mich, kleines Kind. Ich reise immer mit Knuddelwurf. Ach, so eine Kreuzfahrt ist wundervoll. Geht mir weg. Nee. Ich möchte bitte mein Zimmer. Stuart, ich hätte gern ein Stückchen Torte. Auf meinem Bauchnabel. Oje. Du Rotznase, was fällt dir ein? Gentleman Arthur. Oh,
Was haben die alle mit ihrem blöden Nidoran? Säure! Blub, 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 blub. Volltreffer tot. Oh, hätte ja sein können. So, und ein Nidoran weiblich. Wer hätte es vermutet? Wer hätte es vermutet? Ein Nidoran weiblich. Oh mein Gott, wie unglaublich. Und dieser Anblick von Nidoran weiblich. Hoi. Nicht sehr effektiv. Doppelkick. Bam und bam. Da setze ich jetzt einfach nochmal Säure ein. Das wird hoffentlich ausreichen. Sei tot, sei tot, sei tot. Diese Pokémon-Kämpfe sind so actiongeladen. Mist, du bist ganz schön gut. Ich will meine Ruhe haben. Verschwinde. Ja, ja, ich gehe ja schon. Ist auch nicht mein Zimmer. Okay. Bei einer Wildfremden im Zimmer. Schön, dass alle erholt und erfrischt aussehen. Ich mache immer allein Urlaub. Nur meine Pokémon begleiten mich. Nur meine Pokémon. Nikolai. Vulcano. Los, Bianca! Nett. Dafür kriegst du auch Mega-Heb. Bam! Ich hasse die Attacke, Brüller. Ich brauche nicht zu wechseln. Ich setze einfach jetzt noch meinen Mega-Heap ein und dann sind alle Probleme vergessen. Vergessen, vergessen, vergessen. Mega-Heap. Vulcano, du hast da, wie soll ich es ausdrücken, so einen Silberblick. Du solltest damit zum Arzt gehen. Oh weh, verloren! Tja, tut mir nicht leid. La 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 la. Na, gehen wir erstmal runter. Mülleimer! Oh. Oh, das wusste ich nicht mehr. Ja, ich klau den jetzt einfach hier mal was. Das wird schon passen. Mein Pokémon Mashok ist super stark. Mit seiner Stärke kann er sogar Felsen bewegen. Und die Größe ist so unrealistisch. Keine Items. Ihr wollt mich wohl verkackeiern. Mein Ruf als Seebär steht auf dem Spiel. Roar! Pierre. Ein stattlicher Matrose kommt natürlich aus Frankreich. So, Sieper ist schon mal Geschichte. Ein Muschass kriegen wir dann auch noch fertig. Muschass. Muschass. Tentacha. Ja, guten Tag, Tentacha. Nochmal Rangnieb. Dürfte zwar nicht so gut wirken. Ja, das sagt mir fast. Weil Tentacha ist Wassergift. Und wie man ja weiß,
Gift ist nicht gut, ist gut gegen Pflanze und Wasser ist schlecht gegen Pflanze, deswegen hebt sich das jetzt so gegenseitig auf. Kiel unter, das war's für mich. Bye bye. Du weißt, wir Seeleute lieben es zu kämpfen. Und warum sind zwei Matrosen auf einem Zimmer mit nur einem Bett? Da geht nachts die Action ab. Los, Bianca, hau das Muschas. Peitsche es aus, es steht drauf. Du siehst es an der lüsternen Zunge, mit der es sich die Lippen leckt. Und da hat unsere tolle Bianca wieder ein Level up. Ja, was für ein Kampf! Ihr seid alle so toll. Kriege ich da? Ich war der Meinung, dass im ursprünglichen Teil mal hier irgendwas rumlag. In irgendeinem Zimmer, beim Bett. Versteckt, unsichtbar. Oh mein Gott, Hilfe! Ich war früher genauso aufgedreht wie du. Doch dann wurde ich Matrose und musste mir mit einem Nachbar ein Zimmer teilen. Danach war alles anders. Igor. Igor. Kugelsaat. Wow. Nochmal Sipa. Kann er wenigstens als nächstes Seemon einsetzen? Das wirkt echt gut. Nur geben die halt kaum Erfahrungspunkte. Okay, dann begnügen wir uns also mit Sepa, die wir ganz genüsslich mit der Kugelsaat abschießen, erschießen, zermatschen und überall im Raum verteilen. Erholung! Auch Seeleute besitzen Pokémon. Ach was. Tassilo! Ah. Los, Bianca. Show me your move. Komm mit Rankenhieb. Bam. Dann eher Kugelsaat. Muss nur dreimal treffen, glaube ich. Oder viermal? Oh, ihr habt bestimmt jetzt gespannt mit mir gewartet, ob es reicht oder nicht. 405 Erfahrungspunkte. Ein Stern, du, das wird eher weniger ein Problem sein. Brrr. Kugelsaat. Das war eine reife Leistung. Danke, ich bin für meine reifen und erfahrenen Leistungen bekannt. Zwei Trainer. Und wieder teilen sie sich ein Bett. Warte doch, lass uns plaudern. Ich besitze nur Wasser-Pokémon. Das hört sich gut an, wenn ich noch mein Ultrigaria als erstes Pokémon habe. Albrecht. Oh, gottverdammte Tentacher. Kugelsaat. Eins, jetzt kommt Nummer zwei, jetzt kommt der dritte Stoß, dann kommt, oh, wunderschön, das ist noch der vierte Stoß. Sehr schön, dann brauche ich in der nächsten Runde nur drei. Bianca, ich glaube wie immer an dich. Ja! Sehr schön.
aber auch irgendwie doof, da ich dich jetzt auswechsel. Ausgerechnet, wo Mushas kommt. Was sein muss, muss sein. Und ich versuch's ganz einfach mal mit Tilo. Ich glaub an dich, Tilo. Auch du kannst es schaffen. Mit. Ach, Mega-Hieb dürfte ausreichen. Oder auch nicht. Macht aber nichts. Panzerschutz ist leicht zu durchbrechen mit einer Metallklaue. Ratz, ratz. Oh, stimmt. Da war ja was. Dann gehen wir halt nochmal auf Mega-Hieb. Dich rettet auch kein zweiter Panzerschutz. Los, Mega-Hieb, Tilo. Geht doch. Mal, wie viele Minuten habe ich eigentlich noch? Läuft die Uhr gar nicht ab? Doch, in ein paar Minuten. Ah. Ja, wunderschön, Level 29. Stern, du, kriege ich das hin? Ich glaube aber eher nicht. Ich wechsle ganz einfach mal auf Victor. Victor ist eh mein... Naja, nicht unbedingt mein Allrounder, aber er kriegt die meisten Pokémon auch platt. Es sei denn, es ist ein Onix und setzt Felsgrab ein. Mit Volltreffer. Und das war's von Sterndu. Mist, der ist mir entwischt. Don't be so sad. Der Verlierer wird Kiel geholt. Los! Holt die Äxte raus. Gunnar! Mach hallo! Naja, das passt dann doch. War das jetzt effektiv oder war Kampf gegen Metall effektiv? Dann ist es natürlich schlecht. Oh, gar nichts von beiden. Okay. Zieht nur 20 Leben ab. Ach, Glut reicht aus. Gunnar ist besiegt. Ah, von einem Kind besiegt. Und wie stolz er trotzdem salutiert. Und beide sind für mich genau einen Schritt vorwärts gekommen. Ich fühle mich so geehrt. Das war das falsche Zimmer. Ich wollte mich nämlich eigentlich nur heilen. Ja, ich bin müde, todmüde. Brauch meinen Schnuller. So, dann gehen wir jetzt erstmal in die Küche. Da will, glaube ich, keiner gegen uns kämpfen. Aus dem Weg, du Leichtmatrose! Wir sind schwer beschäftigt. Noch ein Superball. Nehme ich immer gerne auf. Im Abfalleimer habe ich eine merkwürdige Beere gesehen. Ich frage mich, was das genau war. Eine Teufelsfrucht. Ich bin der Chef de Cuisine. Der Hauptgang ist Muschelragout. Die Gäste werden es lieben. Das arme Mushas. Es gibt zu viel zu tun. Nie kann ich mich ausruhen. Oh, bedauerlich. Pirsifbeere. Wow. Was habe ich nur verbrochen? Ich muss immer nur Kartoffeln schälen. Eine Amrena-Berne. Finde ich jetzt etwa im dritten auch noch eine Beere? Hast du schon von Relaxo gehört? Es schläft und frisst den ganzen Tag. Tatsache, nur eine dritte Beere. Schnief, schnief. Ich muss immer die Zwiebeln schälen. Immer diese schweren Schicksale. Meine Anteilnahme habt ihr. Dieses luxuriöse Traumschiff fährt exklusiv für Trainer zur See. In jedem Hafen besuchen uns ausschließlich geladene Trainer. Gehen wir erstmal hier hin. So. Der Captain ist ein Meister des Schwertkampfes. Er unterrichtet sogar Pokémon im Umgang mit dem Zerschneider.